Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 9. März 2023. Wenn es um Manifestation geht, empfindet ihr es möglicherweise so, dass das Endergebnis erreicht ist, wenn eure gewünschte Schöpfung endlich Gestalt annimmt. In Wirklichkeit ist die Manifestation nur der erste Schritt. Es geht noch weiter. Eure Schöpfung ist eine Energie, die in euer physisches Bewusstsein gelangt ist und die als der Ausgangspunkt für neue Ausdehnung, Erfahrungen und Potenziale dient. Das Universum und ihr selbst wächst ständig und dehnt euch ständig aus. Erteilt eurem Leben die Freiheit und die Ermutigung, weiterzuwachsen und sich weiterzuentwickeln, und seht, was von der letzten Ebene des von euch Erreichten aus möglich ist. Wenn ihr beginnt, eure Manifestation als das Öffnen einer Tür zu sehen, werdet ihr in der Entfaltung bleiben, die für eure Seele so befriedigend ist. Wenn ihr also gedacht habt, dass der Empfang dessen, was ihr manifestieren wollt, ein Endpunkt ist, dann ist das vielleicht genau das, was alles verzögert. Es ist ein Anfang, eine frische Energie, die hereinkommt, um eure Erfahrungen zu verändern und euch für neue Perspektiven zu öffnen. Könnt ihr fühlen, dass dies so viel mehr Fluss in sich hat, als wenn ihr es als das Endergebnis ansehen würdet? Die Manifestation ist nur die erste Phase, ihr Lieben. Was ihr von diesem Zeitpunkt an damit zu tun wählt, ist der Punkt, an dem es wirklich interessant zu werden beginnt. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wir sind wieder bei Manifestationen, aber einen Schritt weiter sozusagen. Was geschieht denn, wenn es geklappt hat? Ja, denken wir dann wirklich, wir sind einfach am Ziel angelangt und danach kommt nichts mehr? Vielleicht kann man auch, so kam es bei mir zumindest kurz rein, die eigene Manifestation diesbezüglich überprüfen. Ja, was die Qualität angeht. Ist es etwas, das wir brauchen und dann denken wir, es macht uns glücklich? Oder ist es etwas, das uns etwas ermöglicht? Ja? Also ich sag mal so, wer sich ein Auto wünscht, ein besonders schönes, tolles Auto, um es zu haben, ich weiß nicht. Wer sich ein Auto wünscht, damit er öfter mal seine Familie besuchen kann oder damit er pendeln kann, versteht ihr? Das hat eine andere Energie. Ja? Abgesehen davon ist es dann auch relativ egal, was es für ein Auto ist, es sollte dann zuverlässig sein. Ja? Oder wenn man sich viel Geld wünscht, dann sollte es wohl nicht einfach nur auf dem Bankkonto verrotten und man denkt dann, man hätte dann in Jahrzehnten auch noch was davon und könnte dann für immer davon leben. Ja? Ich habe mal ausgerechnet, als es noch Zinsen gab, wie viel Geld, also damals gab es wirklich noch so Festgeldzinsen oder es gab noch sowas für die ganz Ollen unter uns, ja, ich gehöre dazu übrigens, sowas wie Sparbücher, ja, und da gab es zum Teil 4% drauf. Das heißt, man konnte sich ausrechnen, wenn man so und so viel Geld hat und es aufs Sparbuch packt, wie viel Zinsen man dann im Monat da rausholen kann. Und dann wusste man, ja, ab ein paar Millionen Euro, dann reicht einem eigentlich das Geld, das die Zinsen abwerfen. Nur gibt es sowas halt nicht mehr. Ja? Wir sind im Land der Minuszinsen angelangt und Menschen, die gerne Schulden machen, freuen sich erstmal darüber, aber in Wirklichkeit ist es eine Enteignung, die stattfindet. Eine Geldenteignung der Menschen, die gar nicht so wenig Privatvermögen haben. Also es gibt
einiges an Privatvermögen auf deutschen Konten, manchmal auch in Aktien angelegt. Ja, da versuchen dann Menschen, euch irgendwas anzudrehen. Und das ist kurzfristig auch sinnvoll. Ja, es hat lange Zeit funktioniert. Ich würde dafür aber nicht mehr meine Hand ins Feuer legen, dass das noch weiterhin so funktioniert. Für die, die wissen, was gespielt wird, natürlich schon. Ja. Insider-Geschäfte sind ja verboten, aber natürlich finden die statt, ja. Als ob die nicht miteinander sprechen würden, ja. Also wie naiv kann man sein, ja. Aber das wollen sie uns erzählen, ja. Also der Normalsterbliche darf nicht irgendwelche Informationen nutzen, aber ja, die Oberen wissen alles. Abgesehen davon, ja, löst ja manchmal schon der Aktienverkauf eines riesigen Aktionärs schon erdrutschartige Aktienstürze aus. Ja? Und wenn man das weiß, ja, wenn der Kumpel, der Milliardär von nebenan sozusagen, seine Aktien veräußert, dann weiß man auch mit dieser Information was anzufangen. Und das ist ja dann schon so etwas wie Insiderhandel. Oder man weiß natürlich von Fusionen, die geplant sind, ja. Das sollte alles geheim sein, aber ja, das ist halt lächerlich, ja. Natürlich ist das nicht geheim in diesen Kreisen, ja. Uns erreicht diese Information nicht. Ich habe ja immer gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen die Wettmafia, ja. Ich finde es nur doof, dass die mir nicht Bescheid sagen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ja. Und da versteht man es auch so ein bisschen, ja. Weil das System hilft halt eben denjenigen, die eh schon alles haben und immer mehr haben wollen. Ja? Nicht aus der Gier heraus, sondern sie wollen, dass ihr nichts mehr habt, dass wir nichts mehr haben, damit wir viel besser kontrollierbar sind. Ja? Also dieser NWO-Traum, ja? Dir wird nichts gehören, aber du wirst glücklich sein. Ja, es ist... Ja, was soll man dazu sagen, ja? Das ist für die natürlich der absolute Wunschtraum, ja? Besser kann man Menschen gar nicht kontrollieren. Auch so etwas wie Bürgergeld, ja? Wenn man jetzt den Menschen Geld geben würde und sie hätten das dann jeden Monat, dann könnte man auch Staatsfeinden dieses Geld verweigern, ja? Zum Beispiel. Und darüber wäre alles sehr gut kontrollierbar. Wenn die Menschen vielleicht gar kein Geld mehr verdienen würden über ihre eigene Arbeit, na, abgesehen davon, wollen wir nicht reden, Arbeitssklaverei und, aber durch ihr eigenes Handeln nicht mehr zu Geld kommen würden, dann wären sie immer darauf angewiesen, dass der Staat es ihnen geben würde. Ja? Und das ist kein gutes Szenario. Momentan. Ja? Das könnte rein theoretisch besser werden, ja, wenn andere Menschen das Sagen hätten, aber wir wissen ja, wir wollen das ja eigentlich gar nicht mehr, diese Macht über. Aber so ein bisschen bin ich jetzt abgeschweift, weil wenn wir jetzt wirklich zu viel Geld kommen würden, ja, irgendjemand von uns, dann würde das auch viel Verantwortung bedeuten, weil es geht jetzt nicht darum, sich abzusichern, ja. Natürlich könnt ihr euch eine bessere Wohnsituation leisten. Ja? Das ist ja auch das, was ich gerne hätte. Und euch in gewisser Weise das Leben auch verschönern. Alles gut. Aber darüber hinaus bedeutet es auch, dass ihr mit dem Geld etwas anfangen könnt. Dass ihr etwas Gutes damit bewirken könnt. Und damit meine ich nicht irgendwie 5% irgendjemandem spenden, sondern wirklich gucken, wer hat in eurem Umfeld auch Bedarf? Das ist ganz wichtig. Ja? Ich habe es schon mal erzählt, mein Vater und ich haben mal vor einigen Jahren einen alten Freund von ihm besucht. Und das war im Prinzip ein reiches Ehepaar, das wir da besucht haben. Und ja, die haben sich Sorgen gemacht und die waren wirklich reich. Ja? Die hatten etliche Millionen und sind durch die Welt gejettet zu irgendwelchen Premieren. Und konnten sich im Prinzip alles leisten. Ja. Waren auch noch relativ jung, der war ein bisschen jünger als mein Vater. Und haben wirklich aus dem Vollen geschöpft. Jetzt hatten die eine Freundin, die ihnen recht wichtig war. Und die machten sich Sorgen
haben uns das sogar noch erzählt. Mein Vater hat es vorher schon gesagt. Pass auf, das werden sie wieder erzählen. Sie machen sich Sorgen um ihre gute Freundin, dass sie in die Altersarmut abdriften könnte. Und das sagen die Multimillionäre. Das verstehe ich halt nicht. Versteht ihr? Weil, wenn ich jetzt so viel Geld hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass es meinem Umfeld gut geht. Das ist mal das Erste. Und dann kann man mal gucken, ob man irgendwelche tollen Projekte unterstützt, aber am besten so nah wie möglich an einem dran, dass man auch noch gucken kann. Und ich meine damit nicht kontrollieren kann, sondern einfach erleben kann, wie etwas wächst. Dass man selbst mitbekommt, wie die eigene Unterstützung Früchte trägt. Und das ist unglaublich befriedigend und macht einen wahrhaft glücklich. Also würde auch bedeuten, der Wunsch nach sehr viel Geld, ja, dann geht's weiter. Ja, also, da ist dann nicht Schluss. Und wenn man sich wünscht, dass man, sag ich mal, größere Heilkräfte geschenkt bekommt oder die freigeschaltet werden, so ist es ja eigentlich eher, wir sind eigentlich alle Heiler, dann bedeutet das auch etwas. Ja, wenn wir das dann bekommen, dann kommt viel Arbeit auf uns zu, weil viele Menschen werden sich an uns wenden und werden unsere Fähigkeiten in Anspruch nehmen wollen. Ja? Also das verstehen wir wahrscheinlich alles. Jetzt ist es aber ein interessanter Punkt, dass man sagt, weil man nicht darüber hinaus denkt, weil man noch keine Fantasie hat, was man dann mit der ins Leben getretenen Manifestation anfängt, das könnte es verhindern, dass diese Manifestation überhaupt in unser Leben tritt. Und das kann man sich so vorstellen, wenn man nicht genug Glauben und Vertrauen hat, dann hat man sich das zwar gewünscht, aber wartet ab, ob das erstmal eintritt, ob dieser Wunsch sich erfüllt, und dann sagt man sich, danach könnte ich mir immer noch Gedanken machen. Und ich glaube, dass viele in dieser Energie sind, weil sie eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, nicht genug Glauben und Vertrauen haben, dass dieser Wunsch sich überhaupt erfüllt. Und viele gehen dann auch nicht die kleinen Schritte, die sie jetzt schon gehen könnten, wenn sie fest davon ausgehen, dass der Wunsch sich erfüllt, dass die Manifestation gelingt. Dabei sagt uns Erzengel Gabriel genau das. Die Manifestation ist nur die erste Phase. Was wir von diesem Zeitpunkt an damit dann zu tun wählen, ist der Punkt, an dem es wirklich interessant zu werden beginnt. Und hier wird natürlich auch von Energie gesprochen, dass unsere Schöpfung eine Energie ist, die in unser physisches Bewusstsein gelangt ist und die als der Ausgangspunkt für neue Ausdehnung, Erfahrungen und Potenziale dient. Und natürlich kann man sich auch fragen, was ist denn mit Wünschen nach Frieden? Ja, für sich selbst, ein friedvolleres Leben, wenn man besonders viel Stress hat und sich energetisch ausgelaugt fühlt, oder wirklich vielleicht zu viel Streit im eigenen Leben hat, da muss ich sagen, diese Dinge kann man als Mitschöpfer zu einem großen Teil selbst in die Hand nehmen. Es ist immer gut, die geistige Welt mit ins Boot zu holen, wenn man selbst handelt und selbst wirkt, aber dennoch kann man ganz viel auch von sich aus machen. Wenn es um andere Menschen geht, dann kann man die Perspektive wechseln, kann in ihnen jederzeit die Quellenergie sehen, das liebenswerte Wesen, das sie wirklich sind, egal in welchem Streit man mit ihnen ist. So hat sich meine Nachbarin, also die sind jetzt wirklich ausgezogen, diese Familie, die mir das Leben hier schwer gemacht hat, ich meine, sie werden es genauso sehen, aber sie hat sich bei mir entschuldigt, aber energetisch, ich habe davon geträumt. Und das war sehr real und ich habe das natürlich angenommen und hatte meinerseits auch nie einen Streit mit ihnen, insofern, wenn ich sie gesehen habe, dass ich gedacht habe, oh, die schon wieder. Ja. Also ein bisschen schon, aber nicht so, ja. Sondern natürlich war es herausfordernd, weil ich sie ja immer gegrüßt habe und manchmal haben sie zurückgegrüßt, manchmal nicht und haben nie gelächelt. Ja. Die haben immer böse Gesichter aufgehabt, also vor allem er. Es war total krass. Es war schon fast witzig. Ja. Ich kenne ihn nur grimmig schauend. Es ist kurios. Ja. Auf jeden Fall
ist mein Leben durch diese Manifestation, ja, ich habe mir ja gewünscht, die bestmögliche Wohnsituation für alle Beteiligten, und ich hoffe, dass sie dort, wo sie jetzt wohnen und leben, dass es ihnen dort gut geht und dass sie glücklicher sind mit ihren Nachbarn. Ja. Aber witzigerweise glaube ich auch, dass das jetzt nur der erste Teil war. Ja, ich wohne ja immer noch hier und das ist erstmal in Ordnung. Natürlich ist da ein bisschen der Druck raus jetzt auch. Gerade wohnt jetzt überhaupt niemand über mir und dadurch fühle ich mich auch wieder etwas freier, weil ich dann schon extrem Rücksicht genommen habe, damit ich nicht schon wieder anecke und in ihnen einen Zornesausbruch auslöse. Ich habe mich da in gewisser Weise eingeschränkt, ohne mich eingeschränkt zu fühlen. Ja? So ticke ich einfach nicht. Das war für mich sehr leicht. Ich habe mich da nicht verbiegen müssen. Aber tatsächlich frage ich mich auch jetzt, was das für mich bedeutet. Ja? Soll ich jetzt hier bleiben? Kann ich darauf hoffen, dass der zweite Teil der Manifestation auch noch gelingen wird? Versteht ihr? Also auf die Erfüllung dieses Wunsches war ich jetzt auch nicht gefasst, ehrlich gesagt. Es war eher überraschend für mich, festzustellen, dass die nicht mehr da sind. Ja? Brauche ich diesen Spiegel nicht mehr oder diesen Hinweis, dass es eigentlich für mich hier zu Ende ging? So habe ich es eigentlich gesehen, wobei ich schon wusste, ich habe es schon mal gesagt, dass das eher mit meiner Schwester zu tun hatte als mit mir. Und dennoch hat es dann relativ lang gedauert. Meine Schwester ist im Oktober 2020 ausgezogen und sie jetzt hier Anfang 23. Nur hatte ich außer den bösen Blicken hier nicht mehr diesen Stress, den es noch gab, als meine Schwester mit ihren Hunden noch hier war. Also so ein bisschen werte ich es auch, dass bei mir grundsätzlich alles besser wird. Und mache mir auch nicht zu viel Gedanken, bin aber sehr dankbar, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und in vielen Details mein Leben freudvoller und besser wird. Aber ich bin mir auch bewusst, dass das nicht der Endpunkt ist, ja? Um wieder Bezug zu diesem Text zu finden. Es ist einfach ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergeben wird. Ja? Vielleicht ziehen ja aber richtig tolle Leute hier ein, mit denen ich richtig Freude haben kann. Ich weiß es nicht, ja. Jedenfalls habe ich mir nie etwas überlegt, was geschieht, wenn sie ausziehen. Ich habe immer gehofft und gedacht, dass ich zuerst ausziehen werde. Ja, na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Liebe Grüße, euer Wolfgang.